Der Zoll im Kampf gegen den Schmuggel. Der waren Bulgare für euch gewesen? Ich glaube. Ja. Wir werden dann extra so manipuliert, dass sie eben für den Schmuggel schnell einsatzbereit sind. Ich öffne das jetzt vorsichtig. Hier sehe ich zunächst Amphetamin. Auf dem Vormarsch. Waffenschieber. Der bietet hier unter anderem ein Sturmgewehr, eine Kriegswaffe AK-47 zum Verkauf an. Den Abzug, den drücke ich und nach vorne, hier an der Mündung, bricht dann der Schuss. Wir hatten nie so viele Waffen wie jetzt. Besonders gefährlich das anonyme Darknet. Munition, Handgranaten, Sprengstoffe, Kriegswaffen. Was möchte ich im Darknet machen? Möchte ich Drogen kaufen? Möchte ich Waffen handeln? Sie beobachten, ermitteln, überführen. Nicht gezündet. Zwei Strafverfahren, Steuerhinterziehung, Zigaretten und Alkohol. Endprodukt waren 2,5 Kilogramm Koks. Die 39.000 Beamten des Zoll, täglich im Einsatz für Deutschland. Eine stillgelegte Autobahnraststätte bei Dornstadt in Baden-Württemberg. Hier setzt das Hauptzollamt Ulm an der A8 seine vollmobile Röntgen. Chat, gutes Karma, seht ihr das? Ist bei mir in der Hut. Anlage, kurz VMR1. Der 1,5 Millionen Euro teure Röntgen-LKW kann vom PKW bis zum Lastwagen alles durchleuchten. Jetzt bereitet die vierköpfige Besatzung die VMR für den Einsatz vor. Ich habe hier unsere POC, unsere Fernbedienung sozusagen. Das ist wie so ein Joystick im Spiel. Ich fange jetzt an, den Arm auszufahren. Einsatzgebiet ist der gesamte süddeutsche Raum. Die haben einfach Transformers damit reingezogen. Die 23 Tonnen schwere VMR ist vor 6 Jahren in Dienst gestellt worden und zählt zu den modernsten vollmobilen Röntgenanlagen der Welt. What the fuck? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, Mann. Wir haben hier den Strahlungsaustritt, die Lippen. Der Strahl kommt hier raus, an die Detektorzeile wird wieder gespiegelt und dadurch entsteht das Bild. Dann haben wir weiter unseren Bedienerraum. Wir haben hier zwei Arbeitsplätze. Die Eingabe, das machen wir alles auf dieser Seite. Und hier sitzt der Auswerter. Die Anlage ist startklar. Jetzt kommt es auf die Kontrolleinheit an. Die ist mit 12 Beamten und 6 Einsatzfahrzeugen vor Ort und soll Autos auf der Autobahn rausziehen. Heute Kontrolle mit der VMR. Alles, was LKW-mäßig interessant ist zum Scannen. Gerne Drittstaaten, Mazedonien, Bosnien, Serbien etc. Sprinter, PKW, alles, was machbar ist. Rausfahren, Gutes finden. Dankeschön. Und der Zoll ist zuständig für die Kontrolle des grenzüberschreitenden Warenverkehrs. Also gerne sind wir dabei, wenn es ums Thema hochsteuerbare Waren geht. Also zum Beispiel Alkohol, Tabakwaren etc. Natürlich auch verbotene Waren, Waffen, Betäubungsmittel, Arzneimittel, Dopingmittel. Alles, was es in diesem Sektor so gibt. Die Kontrolleinheit operiert sozusagen als Abfangjäger und führt der VMR die Fahrzeuge zu. Die Besatzung des Röntgen-LKW trifft dann regelmäßig ins Schwarze. Hier hat man Wohnmobil, holländische Zulassung war das gewesen. Und da hat sich beim Scannen abgezeichnet, in einem selbst erstellten Hohlraum hat er die Waffe gelagert. Kann man natürlich sehr gut erkennen. Ein Revolver, Griffstück, der Lauf, Trommel, kann man sehr gut sehen. Der Niederländer hatte sich viel Mühe gegeben mit seinem Versteck. Genutzt hat es nichts. Dank Röntgentechnik können die Beamten Schmuggelverstecke entdecken, auch wenn die Täter eine hohe kriminelle Energie dafür aufwenden. Bis zu 80 Fahrzeuge scannen die Zöllner am Tag. Darunter auch spezielle LKW wie Tankwagen, Kühltransporter oder Schüttgutlaster. Auf los geht's los! Solche Spezialfahrzeuge konnten die Beamten früher mit herkömmlichen Mitteln nur unter sehr erschwerten Bedingungen oder überhaupt nicht überprüfen. Mit der vollmobilen Röntgenanlage ist das kein Problem mehr. Bild ist da. Und dann fange ich an, hier zu schauen und sehe im Prinzip eine
homogene Masse, die darauf deutet, dass es sich nur um ein Material handelt. Es ist jetzt nicht zusätzlich versenkt worden. Ja? Also ich habe hier bei der Bildauswertung nichts gefunden, das ist negativ. Der Fahrer kann dann seine Fahrt fortsetzen. Der Röntgenvorgang dauert 50 Sekunden. Die komplette Kontrolle gerade mal 10 Minuten. Vorausgesetzt, dem Bildauswerter fällt nichts Verdächtiges auf. Früher haben die Zöllner einen ganzen Tag gebraucht, um einen einzigen LKW bei einer tiefgehenden Kontrolle erst zu entladen und dann zu durchsuchen. Also wir haben hier einen türkischen LKW und in der Zugmaschine, da ist mir das nicht ganz so koscher. Wir haben hier den Tankbereich und hier haben wir solche Erhebungen wie so kleine Berglein mit irgendwelchen Dingen dran. Der Sache würde ich gerne nachgehen. Ich werde einen Rauschgiftspürhundeführer anfordern und der einfach mit seinem Hund die Zweitmeinung bildet. Sollte sich das natürlich dann nicht verhärten, dann darf er fahren. Aber ansonsten, wenn es sich verhärtet, ist umso schöner. Denn dann hätte die Besatzung der VMR ein bei mir verhärtet sich ab und zu auch einen weiteren Ermittlungserfolg vorzuweisen. 2017 hat der Zoll bundesweit 62 Kilogramm Heroin, knapp 500 Kilo Amphetamine, 2,8 Tonnen Marihuana und insgesamt unglaubliche 7 Tonnen Kokain sichergestellt. Speziell der Bereich hier. Sympathisch, die Breaking Bad Musik. Sprich, also dieser Tankbereich auf beiden Seiten. Aha. Da habe ich hier so eine Häufen. Einfach du gucken und fertig, weil kippen sind es nicht. Der Zoll verfügt über Spürhunde, die mit ihrer feinen Nase auch kleinste Mengen Schmuggelgut aufspüren können. Einige Hunde sind auf Tabak spezialisiert. Andere können sogar Bargeld riechen. Lol. Zollhund Vicky ist auf alle Arten von Drogen abgerichtet. Nix. Man kann nicht immer gewinnen. München, Landeshauptstadt von Bayern. Hier im historischen Gebäude des königlich-bayerischen Hauptzollamts ist das Zollfahndungsamt untergebracht. Im streng abgeschirmten Hochsicherheitsbereich hat Norbert Schindler seinen Arbeitsplatz. In der Waffenwerkstatt des Schusswaffenerkennungsdienstes. Das ist gestern angekommen, das ist für uns Neuzugang. Verschiedene Zollfahndungsämter liefern hier an. Wir stellen fest, was ist das für Schusswaffe, wer ist der Hersteller, wie lautet die Modellbezeichnung, welches Kaliber, in welchem Zustand ist die, dokumentieren das Ganze. Das ist unsere Aufgabe. Fast jedes vom Zoll bundesweit sichergestellte Schießeisen landet zur Überprüfung bei Norbert Schindler auf dem Tisch. Das erste ist natürlich immer das Magazin raus. Das Gutachten des Waffensachverständigen ist später vor Gericht mitentscheidend über das Strafmaß, das der Waffenbesitzer oder Waffenschmuggler zu erwarten hat. Als ich die Überprüfung des Ladezustands gemacht habe, habe ich erkannt, dass dieses Patronenlager tatsächlich frei ist. Ich gehe also davon aus, dass das eine scharfe Pistole ist. Damit man mehr sagen kann, möchte ich die jetzt zerlegen. Das geht relativ unkompliziert. Das ist also ein Industrieprodukt, das gibt es also tausende Male. Das ist gerade keine Kunst, das auseinanderzubauen. Das ist jetzt das Griffstück einer Pistole. Dieses Griffstück nimmt den Auslösemechanismus auf. Dann haben wir hier den Verschlussträger noch und in diesem Verschlussträger steckt auch der Lauf mitsamt Patronenlager. Jetzt kann man gefahrlos ins Innere des Laufes sehen. Da kann man also sehen, da sind so Spiralen drin. Das gibt dem Geschoss den Drall, die Drehung und bewirkt, dass das Geschoss stabiler fliegt. An meinen Fingern können Sie schon sehen, dass die letzte Reinigung einige Zeit her ist. Das ist also Pulverschmauch. Ansonsten technisch ist diese Pistole in sehr gutem Zustand, ein bisschen verschmutzt vielleicht. Wir werden die später dem Beschuss zuführen, ob die im halbautomatischen Zustand funktionieren wird. Und ich gehe fest davon aus, dass das der Fall ist. Norbert Schindler überprüft nicht nur, ob die Waffen funktionstüchtig sind, sondern auch, ob sie bei einem Verbrechen abgefeuert wurden. Bei illegalen Waffen sind häufig die Seriennummern herausgeschliffen, um die Herkunft zu verschleiern. Der Experte hat täglich auch mit unterschiedlichster Munition zu tun, die seine Kollegen aus dem Verkehr gezogen haben. Hier geht es jetzt darum, die Komponenten dieses,
diese Munition zu überprüfen. Normalerweise besteht eine Patrone aus ihrer Hülse, aus dem Zündsatz hier am Boden, ein Geschoss und innen Treibladungspulver. Um festzustellen, ob da tatsächlich Treibladungspulver drin ist, reicht mir dieser Hammer hier, dieser sogenannte Delaborierungshammer. Da schraube ich ein Stückchen auf, schiebe die Patrone ganz einfach. Sorry fürs Voressen. Ich hoffe, ich habe ihr nicht hungrig gemacht. Nein. Aber durch einen heftigen Schlag auf jetzt bin ich satt. Trennt sich das Geschoss von der Hülse. Alles habe ich hier drinnen. Die Hülse steckt in diesem Werkzeug. Die kann ich jederzeit rausnehmen, kann mir die Hülse ansehen und ich kann auch mir das Pulver rausholen. Und Sie sehen, nicht jedes Pulver, das in Patronen drin ist, ist schwarz, sondern hier haben wir ein grünes Pulver. Dieses feingekörnte Pulver, da wissen wir jetzt gar nichts drüber. Wir können hier eine sogenannte Brennprobe machen. Wir zünden das ganz einfach an und schauen uns das Abbrandverhalten an. Und so brennt es. Und das ist ein Hinweis darauf, das wird nitrocelluloses Pulver sein. Schwarzpulver verbrennt ganz anders. Schwarzpulver verbrennt explosionsartig. Das hier ist rauchschwaches Pulver, wie man es üblicherweise bei Pistolenmunition hat. Die Hülse ist da, das Geschoss ist da, Pulver ist verbrannt. Das ist also, deutet alles darauf hin, dass das eine voll funktionsfähige Patrone war. Und das ist relevant für das Gerichtsverfahren. So ein Geek. Die A113 an der Landesgrenze Brandenburg-Berlin. Hier haben sich die Beamten der KIV 11 positioniert, der Kontrolleinheit Verkehrswege vom Hauptzollamt Berlin. Aus ihrem Zivilfahrzeug heraus beobachten Einsatzleiter Markus Bärenstein und seine Kollegin Martina Seelow den Verkehr, der aus Osteuropa in die Hauptstadt einfließt. Der war ein Bulgare für euch gewesen, der Transporter, der Kleine. Ich glaub, hallo? Ja, genau. Den Beamten ist ein verdächtiger Kleintransporter aus Bulgarien aufgefallen. Sie weisen die Kollegen im Streifenwagen an, den Wagen zu kontrollieren. Ein weiterer Einsatzschwerpunkt ist heute die Kontrolle von Linienbussen aus sogenannten Drittländern. Wir gucken momentan in Anführungszeichen risikoorientiert. Also wir schauen linienbusmäßig wirklich nur auf Busse, die heute aus den drei Staaten kommen, durch Kosovo, Bosnien und Serbien. Die Beamten müssen nicht lange warten. Schau mal, den nehmen wir schnell. Komm, zack, ab. Die Zöllner haben einen Bus aus Serbien im Visier. Bei Reisebussen aus Nicht-EU-Staaten liegt die Trefferquote deutlich höher als bei innereuropäischen Touren. Das liegt auch daran, dass die Einfuhrbestimmungen für verbrauchsteuerpflichtige Waren wie Zigaretten und Alkohol für Reisende aus Drittländern deutlich strenger sind. Für die Kontrollstelle, wir kommen jetzt mit Tours rein. Es müsste dann ein Kollege mal bitte die Straße zumachen. An einer Autobahnabfahrt hat der Zoll einen Supermarktparkplatz zu einer Kontrollstelle umfunktioniert. Damit der Reisebus aus Serbien samt Anhänger zugeführt werden kann, sperren Kollegen für den Einsatz die Straße ab. So einen Reisebus zu kontrollieren, ist für die Zollbeamten eine aufwendige Aktion. Guten Tag, Zollkontrolle. Wer kennt uns? Hallöchen. Bitte einmal die Pässe der Fahrer, Papiere, Bus komplett bitte und Passagierliste bitte. 71 Mann, ist ja voll, das Ding. So, wir sammeln gleich für die Pässe der Passagiere ein, ja? Die Beamten überprüfen die Reisedokumente und werden stichprobenartig per Funk einige der Passagiere checken. Den Ausweis bitte. Nur von den Erwachsenen, ja? Keine Kinder? Ja, okay. Jeder Passagier wird gleich einzeln aufgerufen und muss dann sein Gepäck im Stauraum des Reisebusses identifizieren. Boah, ist das ein Aufwand. Herr einmal zu mir. Dann einmal Ihr Gepäckstück bitte raussuchen. Jetzt muss ein Passagier nach dem anderen sein Gepäck zur Kontrolle vorlegen. Auf diese Art und Weise können die Zollbeamten am einfachsten die Taschen und Koffer den jeweiligen Besitzern zuordnen. Der Zoll sucht in erster Linie nach verbrauchsteuerpflichtigen Waren wie Alkohol und Zigaretten, die über den erlaubten Freimengen liegen. Das sind aus die serbischen Zigaretten, ne? Ist okay. Alles klar, eine Stange. Auch verbotene Gegenstände wie Waffen und Drogen stehen auf der Liste. Bei 71 Passagieren haben die Zöllner viel Arbeit.
Schutz- und Rauschgifthund Wotan sichert den Einsatz ab. Das Problem ist natürlich wirklich, dass hier Menschenmassen sind. Von vornherein wirklich rangehen, klare Ansprache, natürlich freundlich, aber klare Ansprache, bestimmte Kommandos geben und dann wirklich separieren. Wer fertig ist, geht jetzt mal weg vom Bus. Dann haben wir ja Ruhe zu kontrollieren erstmal. A little bit distance, please. Martina Selo untersucht eine Tasche, die voller neuer Kleidungsstücke ist und beginnt die Sachen unter dem Protest des Reisenden auszusortieren. But it's not okay when it's not the original. Das sind gefälschte Marken und die hat er halt günstig erworben. Es sind keine Originale und da sammeln wir jetzt erstmal alles zusammen, weil es sind zwei Familien. Alle haben ihre Sachen in unterschiedliche Gepäckstücke und da müssen wir nachher mal gucken, wie viel wir zusammenbekommen und ob die Marken denn geschützt sind. Wer massenweise Markenplagiate mitbringt, muss mit deren Beschlagnahme und einem Bußgeld rechnen. Der Zoll ahndet die Einfuhr von größeren Mengen zu gewerblichen Zwecken. Nach Schätzungen entstehen Unternehmen durch Produktpiraterie jährlich ein Schaden von mehreren Milliarden Euro. Das ist ja nichts Neues. Take the luggage and stand there. Im Jahr 2017 hat der Zoll Plagiate im Wert von 196 Millionen Euro beschlagnahmt. Ich will wissen, für wen die Sachen sind. That's yours? It's for you? No. No? That's all for you? No. No. Für alle? Ja. Okay, dort drüben hinstellen und warten, ja? Pässe gibt es später zurück. Wir haben regelmäßig damit zu tun. Wir haben schon viele Kleintransporter, die das ganze Auto voller gefälschter Klamotten haben. Wir haben viele T-Shirts, wir haben viele Taschen, Schuhe. Das ist Calvin Klein, Louis Vuitton. Meister, wie viele Leute seid ihr insgesamt? Wie viele Personen? Acht. Acht Personen. Eight persons. Das ist zu wenig. Können Sie nehmen und wieder einpacken, ja? Acht Personen und er zeigt eine volle Hand. Das war's wieder komplett. Dass Reisende für den Eigenbedarf gefälschte Markenartikel mitbringen, ist rechtlich geduldet. Bei Lebensmitteln sind die Regeln im privaten Reiseverkehr dagegen strenger. Auch Fleisch? Nee, kein Fleisch. Würste, aber... Verstehe nicht das Problem, wenn es für die Person selbst ist. Ich glaube, Digi, wenn du eine Firma hast, ne, sagen wir mal, du bist der Gründer von Calvin Klein, ich glaube, dann findest du das nicht so witzig, wenn im Ausland Fake Calvin Klein hergestellt wird und das wird dann einfach getragen und das schädigt deiner Marke, Digga. Sowohl vom Ruf her, das ist ja dann nicht die Qualität, die du verkaufst, weißt du, ich meine? Das ist einfach schädlich für dich und deine Marke, Digga. Das muss beschützt werden. Das ist alles tierischer Zeug, vom Schweinedarm über Fleisch und Würste. Also alles nicht einfuhrfähig. Alles verschlossenes Tierseuchenrecht. Wenn wir alles jetzt einziehen und dann ordentlich mitteilen, die ganze Schicht haben wir Käse noch ein bisschen. Das ist alles verrückt. Einfach schlecht für die Wirtschaft. Ja, ich bin ja die Batze. Für die Reisenden ist es natürlich bitter, dass der Zoll ihnen die Fleisch- und Wurstwaren, vermutlich frisch vom serbischen Bauernhof, jetzt abnimmt. Aber so soll vermieden werden, dass Tierseuchen aus anderen Ländern eingeschleppt werden und sich in der EU ausbreiten. 6,4, erstmal kommt noch mehr. Nein, das ist ja das Fleisch. Das ist ja das Fleisch, Leute. Nur hier im Sinne. Ganz ruhig. Ja, weiter aus Gold. Wir machen nur unsere Arbeit. Was ist hier drin? So, Käse. Käse müssen wir auch wegnehmen. Bitte lassen Sie mir die eine. Wir stellen, ja. Das Einfuhrverbot gilt unter anderem für Fleisch, Eier, Milch und Milchprodukte wie Butter, Käse und Joghurt. Ausnahme: Säuglingsmilchpulver bis 2 Kilogramm und Produkte mit geringem Milch- oder Sahneanteil wie Kekse und Gebäck. Bei dieser Kontrolle hat sich ganz schön was angesammelt. Ja, aber es ist noch wenig. Wir hatten schon bis eine halbe Tonne Einbus rausgeholt. Von daher ist doch ein Aufwand. Bei vorsätzlicher Einfuhr von größeren Mengen zu gewerblichen Zwecken droht ein Strafverfahren mit Gerichtskosten und Bußgeld. Auch die Aufgriffe aus dem serbischen Linienbus werden dem Veterinäramt gemeldet und dann vernichtet. In der Regel wird bei kleineren Mengen, die für den Eigenbedarf bestimmt sind, das Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierseuchenrecht aber eingestellt. Bei der Buskontrolle haben die Zöllner zwar zwei Kisten mit Lebensmitteln aus dem Verkehr gezogen, ein dicker Fisch ist ihnen dieses Mal aber nicht ins Netz gegangen. Kommt noch. Zurück in München bei der Zollfahndung.
In der streng gesicherten Waffenkammer stapelt sich vom historischen Vorderlader bis zum Sturmgewehr jede Menge Tötungswerkzeug. The Tommy Gun. All diese Waffen hat der Zoll bei Schmugglern oder Waffenschiebern beschlagnahmt. Diese Pistolen finde ich so geil, Chat. Erinnere mich immer an Assassin's Creed Black. All diese... Die hier. So geil. Diese Waffen hat der Zoll bei Schmugglern oder Waffenschiebern beschlagnahmt. Ein Western-Fan hatte sich diese voll funktionsfähige Winchester-Büchse aus dem wilden Westen mitgebracht. Yo. In aller Regel ist sie im Ausland billiger. Und dann versuchen die Leute, das eben zu kaufen und auf den verschiedensten Wegen nach Deutschland zu bringen. Und das, manchmal spart man was, aber manchmal zahlt man da ganz schön drauf dann, wenn man die Strafen rechnet, die Freiheitsstrafen, Geldstrafen. Auch wenn sie von 1873 ist, ohne Waffenbesitzkarte und entsprechender Genehmigung, stellt die Einfuhr einer Waffe nach Deutschland eine Straftat dar. Das ist ein überschweres Maschinengewehr Browning. Das aber kann man nicht, Chat, kann man nicht den Schlagbolzen entfernen lassen und vorne den Lauf verschließen lassen, also so, dass die Waffe nicht mehr funktionsfähig ist und auch nicht mehr funktionsfähig gemacht werden kann. Und dann kann man sie halt zum Ausstellen. Als Beispiel, ich möchte die Waffe, die er gerade da in der Hand hatte, möchte ich haben, um sie mir an die Wand zu hängen. Die sah ja auch schön aus, ne? Da gibt es bestimmt auch Sammler, die sich sowas gerne an die Wand hängen möchten oder in die Vitrine, ne? Warum macht man das dann nicht einfach so? Sondern versucht, eine funktionsfähige Waffe nach Deutschland zu schmuggeln. Das war's komplett. Es hält also kein Schütze in der Hand. Das ist eine Kriegswaffe. Auf dem Panzer kann man es montieren, auf dem Jeep, wo habe ich es schon gesehen. Das wurde mal aus den damaligen Jugoslawien eingeschmuggelt. Das hat der Täter nur Lauf und den Rest getrennt und hat es dann auf der Rückbank seines Autos liegen gehabt. Norbert Schindler hat den Auftrag bekommen, für das Gericht eine gefährliche Schreckschusswaffe zu begutachten. YOLO, dachte er sich. Das ist jetzt ein Revolver, wie man ihn kennt, aus der Problematik Migrantenschreck. So Waffen unter der Überschrift Migrantenschreck seien in Deutschland sehr problematisch. Ein mutmaßlicher deutscher Rechtsextremist hat von Ungarn aus den Internetshop mit dem perfiden Namen Migrantenschreck betrieben. Er soll hunderte verbotene Gas- und Schreckschusswaffen illegal nach Deutschland verkauft haben. Die Zollfahndung stellte in 11 Bundesländern einige dieser Waffen sicher. Das sind Schusswaffen, die auch Migrantenschreck. Mit Hilfe von Schreckschusskartuschen kann man dann Geschosse verfeuern, die von der gegenüberliegenden Seite an der Trommel eingebracht worden sind. Das sind Gummikugeln, die werden dann von vorne, also von der Mündungsseite, in die Trommel gedrückt und die Zündungsenergie aus diesen Schreckschusskartuschen treibt letztlich dann diese Gummigeschosse durch den Lauf der Schusswaffe. Und diese Gummigeschosse haben es in sich. Das ist eine Gummi-Stahl-Staub-Mischung. Diese Kugeln sind schwerer als Hartgummikugeln und das steht aber auch schon drauf. Also derjenige, der das kauft, der weiß schon, was er kauft. Der kauft also Gummi-Stahl-Gemisch. Und das ist weitaus gefährlicher als reine Gummigeschosse. Norbert Schindler wird den Revolver jetzt testen. Das ist unsere Lichtschranken-Messanlage. Wir messen hier die Geschwindigkeit der verfeuerten Geschosse. Eingangs und ausgangs, da ist jeweils eine Lichtschranke angebracht. Die Messpunkte, also hier wird gestrahlt und hier wird empfangen. Dann fliegt das Geschoss genau einen Meter und das Geschoss wird dann in den Geschossfang eindringen. Und dann wird mir im Anschluss auf diesem Gerät dargestellt, welche Geschwindigkeit das verfeuerte Geschoss gehabt hat. Als Waffensachverständiger des Schusswaffenerkennungsdienstes des Zoll wird er vor Gericht über Funktionsweise und Wirkung der Waffe als Gutachter aussagen. So, der erste Schuss ist gebrochen. Die Anlage zeigt an eine Mündungsgeschwindigkeit 114,69 Meter pro Sekunde. Nicht gezündet. 95,75. 89,45 Meter pro Sekunde. Norbert Schindler rechnet jetzt die Mündungsgeschwindigkeit in Mündungsenergie um. Das heißt, sind bei 8,95 Joule.
das ist mehr als ein gewöhnliches frei erhältliches Luftgewehr hat. Also im Auge ist das höchst gefährlich. Da ist nicht damit zu rechnen, dass das Auge erhalten bleibt. Oh. Man kann auch bei der Schläfe massivste Verletzungen am Menschen auslösen. Aber auf kurze Distanz sind diese Teile dann schon eklig. Den Käufern drohen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von 6 Monaten bis zu 3 Jahren. Doch so menschenverachtend der Betreiber dieses Internetshops auch gehandelt hat, der Zoll greift noch weitaus heimtückischere Waffen auf. Ja, sogenannte verbotene Schusswaffen. Da kann ich Ihnen hier einen Regenschirm zeigen. Man klappt ihn hier auf und man könnte ihn durchaus bei Wind und Wetter nutzen. Ja, wie Sie sehen. Aber es ist eine Schusswaffe. Man schraubt praktisch diesen Griff hier ab. Halsmaul. Einfach James Bond, sein Regenschirmbruder. Ey, wirklich, ey. Das kennen wir einfach nur aus dem Filmchat. Das gibt's einfach wirklich. Mit dieser Schrotpatrone wird die befüllt. Lol. Der Griff wird wieder aufgeschraubt. Verrückt. Einfach verrückt, Chat. Der Schirm wird gespannt. Und dann sehen Sie hier den Abzug, Abzugsknopf. Den drücke ich. Und nach vorne, hier an der Mündung, bricht dann praktisch der Schuss. So ein Schießregenschirm ist streng verboten. Dafür gibt es auch keinen Waffenschein. Die werden natürlich eingeschmuggelt, denn bei uns hier in Deutschland kann man diese Waffen nicht kaufen. Die kommen üblicherweise aus Fernost. Die Waffen werden natürlich über den Transitverkehr unter anderem, aber auch auf dem Landwege, egal woher, bei uns, sage ich mal, aufgegriffen. Baden-Württemberg, Autobahn A8. Dort setzt der Zoll eine vollmobile Röntgenanlage ein. Das 1,5 Millionen... Nächstes Update in Warzone-Chat. Schuss, Schrotflintenregenschirm. Und Euro teure... Mit einem Schuss pro Magazin. Mit einem Schuss im Magazin. Spezialfahrzeug. Nachladezeit, 5 Sekunden. Kann PKW, Kleintransporter und LKW komplett durchleuchten. Schaden macht eine Platte weg. Ein großer weg. Vorteil der VMR ist ihre Flexibilität. Sie kann schnell von einem Einsatzort zum nächsten verlegt werden. Stabiler Bart, Bro. Gerade fahren. Ja. Schmugglerbanden können sich nie sicher sein, auf welcher Route der Zoll kontrolliert. Die Besatzung des VMR hat in der Vergangenheit schon so manchen Straftäter zur Strecke gebracht. Hier handelt es sich um ein Volvo. Im hinteren Bereich haben wir da ein bisschen näher geschaut, haben festgestellt, dass der hinter der Sitzbank eine Wand eingezogen hat, eine ganz dünne Metallwand. Und jetzt haben wir hier einen Schatten gefunden. Hinter der Sitzbank müsste alles weiß sein, alles normal weiß. Und hier gab es halt eine Unterbrechung, eine sogenannte Anomalie für uns. Und Endprodukt waren 2,5 Kilogramm Koks. Der Täter ging mit erheblicher krimineller Energie vor. Er hatte die Rücksitzbank mit einer Metallplatte verstärkt und ein Verriegelungssystem angeschweißt, das sich nur mit einem geheimen Zugseil öffnen ließ. Bei einer Routinendurchsuchung wäre das Kokain unentdeckt geblieben. Dank des VMR-Röntgen... Unentdeckt! Neuer YouTube-Channel! ...in Bildes flog der Täter auf. Zum Scannen müssen PKWs und Kleintransporter auf diesen Anhänger fahren, damit die Anlage auch den Unterboden und die Reifen im Bild erfassen kann. Wir haben da vorne, sieht man, noch eine Seilwinde. Die funktioniert auch elektrisch. Das heißt, wenn sich einer wehrt, hochfahren zu wollen, ist für uns überhaupt gar kein Problem. Da wird der Haken eingehangen und dann wird er halt hochgezogen. Also da müssen wir nicht diskutieren. Kein Problem, Digga. Die Kollegen im Streifenwagen haben einen rumänischen Sprinter von der Autobahn in die Kontrollstelle gelotst und kontrollieren jetzt Papiere und Gepäck. Die Beamten suchen hauptsächlich nach Zigaretten, Alkohol, Waffen und Drogen. Schmuggler lassen sich auf die skurrilsten Verstecke einfallen. In dieser Babyölflasche und der Haargeldose fanden Zöllner Crystal Meth. Auch in dieser Zigarettenschachtel war das Rauschgift versteckt. Ein anderer Schmuggler dachte, er könnte die Drogen unten im Boden dieser Thermoskanne nach Deutschland bringen. Also das manuelle Gepäck. Also ich glaube, solche Verstecke werden wirklich nur entdeckt, wenn die die Dinger auch wirklich auseinandernehmen. Oder durch die Hunde, ne? Also ich glaube, wenn der Zoll die Hunde nicht hätten, dann wird es teilweise wirklich schwer werden, ne? Heck, haben wir angeschaut, ist soweit alles in Ordnung. Da sind die ja am Trainieren, Chat. Ich weiß nicht, ob es mit Wespen oder mit Bienen war. Ich glaube, mit Bienen. Die sind aktuell am Probieren, Bienen darauf zu trainieren, weil Bienen
so einen geisteskrank guten Geruchssinn haben. Eine Biene kann, ich glaube, 1000 Quadratmeter riechen. Kein Scheiß, die versuchen Bienen darauf zu trainieren, dass wenn die Koks und so riechen, dass sie dann, also die trainieren die, das weiß ich noch, da haben wir mal eine Doku drüber geschaut, die trainieren die Bienen in Verbindung mit dem Koksgeruch oder anderen Rauschmitteln, geben die der Biene eine süße Belohnung, also Zucker, Honig, ne? Und die Biene weiß dann, ist darauf trainiert, aha, wenn ich das und das rieche, gibt's eine Belohnung. Und wenn die dann einsetzen, neben so einem Gefährt, und da ist dieser Geruch, dann tut die Biene den Rüssel rausstrecken, weil sie denkt, Bruder, jetzt gibt's wieder eine Belohnung. Hammer, oder? Wir werden jetzt das Fahrzeug auch noch röntgen. Klingt gut, aber in der Theorie, na, mal gucken, ob das jemals zum Einsatz kommt. Wenn wir das Gerät hier haben, dann nutzen wir es natürlich auch. Dem Zoll gehen von Jahr zu Jahr immer mehr Schmuggler ins Netz. Besonders bei Rauschgift ist die Tendenz steigend, denn die beschlagnahmten Mengen werden immer größer. 31er Biene. Bruder, die macht nur ihren Job, Mann. Für mich ist jedes Auto, was in die Anlage gebracht wird zum Scannen, so lange nicht clean, bis ich wirklich der Meinung bin, es ist in Ordnung. Aber ich nehme immer in der Bildauswertung an, dass da was drin ist. Ja, wir schauen jetzt hier in den Bus hinein. Das Reserverad hier unten wird oft zum Schmuggel benutzt, dass anstatt Luft halt Zigaretten oder Rauschgift drin ist. Und hier ist der Tank. Tank wird auch oft benutzt, deswegen versuchen wir da immer tiefer reinzuschauen. Und das lohnt sich. In diesem Tank war ein Kondomen verpacktes Crystal Meth versteckt. Hinter dieser Stoßstange haben die Zöllner eine größere Menge Marihuana gefunden. Und immer wieder werden die Hohlräume von Fahrzeugkarosserien zu Zigarettenlagern umfunktioniert. Die haben jeden Winkel voll gemacht. Das Röntgenbild des rumänischen Sprinters weist keine Anomalien auf. Die Reisegruppe darf weiterfahren. Was ein Sauwetter. Frankfurt am Main. Zoll-Fahndungsamt. Auch die Fahnder beim Zoll sind vergleichbar mit der Kripo bei der Polizei. Guten Morgen, Kollegen. Hans-Jürgen Schmidt ist auf dem Weg zu den Spezialisten der Ermittlungskommission Flieger. Es ist der neueste Aufgriff zu präsentieren. Hier haben wir aktuell eine Postsendung, die wir sichergestellt haben. Und ich muss mir jetzt die Handschuhe anziehen, damit ich keine Spuren von mir persönlich hinterlasse. Ich öffne das jetzt vorsichtig. Hier sehe ich zunächst Amphetamin. Das ist wie so eine Paste, eine Amphetaminpaste, kein Pulver. Jetzt schauen wir mal, was noch drin ist. Auch noch ein bisschen Kokain. Werden 1-2 Gramm sein. Das können wir ja mal wiegen. Das sind insgesamt 287,6 Gramm. Letztendlich muss man noch die Verpackung abziehen. Das sind wir vielleicht bei 280 Gramm. Marktwert rund 3.000 Euro. Die Ermittlungskommission Flieger besteht aus Spezialisten, die mit großem Erfolg gegen Drogen- und Waffenhändler im sogenannten Darknet, auch Deep Web genannt, ermitteln. Für die Beamten der EK Flieger sind die 280 Gramm Amphetamine ein eher kleiner Aufgriff. Bis jetzt. Wir haben jetzt Ermittlungsansätze, um die Person, die das versendet hat, identifizieren zu können. Aber das müssen wir noch weiter verfolgen. Am Tag X, wenn wir den Sack zumachen, durchsuchen wir natürlich auch seine Wohnung. Da werden wir sicherlich noch weitere Beweismittel und Amphetamine oder andere Betäubungsmittel finden. Und dadurch wird sich der Tatumfang für diese Person sicherlich noch erheblich erhöhen. Wie die Zollfahnder an diese Drogensendung gekommen sind, ist geheim. Wir haben natürlich unsere kriminaltaktischen Kniffs, die ich allerdings an dieser Stelle nicht verraten darf. Sonst würden wir in Zukunft keine Rauschgiftdealer mehr festnehmen können. Die Ermittlungskommission Flieger besteht aus 6 Beamten. Da sie verdeckt ermitteln, dürfen sie nicht erkannt werden. Im anonymen Darknet tummeln sich Verbrecher aus der ganzen Welt. Hier wird von Drogen über Waffen bis hin zu kriminellen Dienstleistungen, wie sogar Mordaufträgen, alles gedealt, was streng verboten ist. Zollfahnder Niklas P. zeigt, wie das Darknet aufgebaut ist. Im Grunde braucht man als Zugangsvoraussetzung erstmal den Tor-Browser. Den Tor-Browser kann ich mir vollkommen legal auf verschiedenen Internetseiten runterladen. Doppelklick, dann öffnet sich der Tor-Browser.
Der geneigte Internetnutzer denkt natürlich jetzt, dass man hier eine Suchfunktion hat, einen Suchbrowser wie zum Beispiel Google. Das funktioniert hier im Darknet aber nicht. Also ich muss im Darknet schon gezielt auf entsprechende Marktplätze, Seiten gehen, die ich mir bereits im Vorfeld rausgesucht habe. Was möchte ich im Darknet machen? Möchte ich Drogen kaufen? Möchte ich Waffen handeln? Oder. Die Zollfahnder in Frankfurt wissen, dass Daten im Darknet durch Serverknotenpunkte in der ganzen Welt fließen und nicht zurückverfolgbar sind. Die IP-Adresse wird verschleiert. Ich bin anonym unterwegs. Ich bin nicht feststellbar. Die Örtlichkeit ist nicht feststellbar. Also ich kann eine neue Identität verpassen. Ich kann so tun, als würde ich aus den USA kommen zum Beispiel. Wir gehen jetzt mal auf den Marktplatz Berlusconi Market. Aktuell mit einer der größten Darknet-Marktplätze. Ja. Ich logge mich jetzt gerade mal ein. Wir sehen hier die verschiedenen Warenkategorien, die hier angeboten werden. Unter anderem Drogen, Chemikalien. Drogen und Chemikalien. 8000. Guides und Tutorials. Bruder, da will ich gar nicht wissen, Chat, was das für Guides sind. Locker zum Bombenbauen und so eine kranke Scheiße. Digitale Produkte. Irgendwelche geklauten Ausweise, geklaute Kreditkarten. Juwelen und Gold. 60. Weapons. Einfach Weapons, Digga. Verrückt, Chat. Verrückt. Chemikalien, geklaute Güter oder hier eben auch Weapons, also Schusswaffen. Verrückt. Services, Hacker, die da ihre Dienstleistungen anbieten. Betäubungsmittelkategorie. Shopping-Stream-Cover? Digga, das war's komplett. Cannabis, Ecstasy, Opiate, Steroide. Es wird alles angeboten, auch Kokain. Hier haben wir ein Angebot von Crystal Meth. 25 Gramm Crystal Meth für 900 Euro. Kommt mit einer Warenbeschreibung. Die Versandbedingungen werden angegeben, wie die Adresse zu übermitteln ist. Er schreibt, dass er ja weltweit verschickt. Bevor man bestellt, muss man seinen Bedingungen zustimmen. Unglaublich. Es ist wie bei einem ganz normalen Online-Shop. Unter der Rubrik Waffen finden sich allein auf diesem Marktplatz aktuell 810 Angebote. Munition, Explosives, also auch Handgranaten, Sprengstoffe, Long-Range-Guns, also Langwaffen, Kriegswaffen, halbautomatische Pistolen, Revolver, Schalldämpfer, Munition unterschiedlichen Kalibers oder C4-Sprengstoff. Ein Selbst... Digga, da kannst du einfach Granaten kaufen, Digga, und C4. Junge, ey. Ist das ein Katz-und-Maus-Spiel? Digga, einfach C4 für 900 Euro, Chat. Oder für 0,159561 Bitcoin. Beziehungsweise, ich glaube, man kann nur mit Bitcoin bezahlen, ne? Verrückt, Digga. Verrückt. Granate, Schwarzpulver, Granate, hochexplosiv. Einfach nochmal saftige 65 Euro teurer. Selbstbedienungsladen, auch für Terroristen. Der Wahnsinn, wir haben hier exemplarisch einen Verkäufer, der bereits 63 positive Bewertungen hat, also mutmaßlich bereits 63 Waffen verkauft hat. Der bietet hier unter anderem ein Sturmgewehr, eine Kriegswaffe AK-47 zum Verkauf an. Er verlangt hier 2016 Euro. Wenn wir uns das Angebot mal genauer anschauen, sehen wir hier ein Bild der Schusswaffe, eine Produktbeschreibung. Die Versandkosten betragen hier 85,70 Euro für ein internationales Paket. Und falls man noch ein besonderes Schmuggelversteck haben möchte, verlangt er 128 Euro Versandkosten. Jeder Kriminelle findet hier alles, was er für seine Straftaten benötigt. Also hier zum Beispiel Kreditkarten, hier Führerscheine aus irgendwelchen Ländern, gefälschte Personalausweise, Bankaccounts, Zugangsdaten. Wird rein zu Betrugszwecken hier genutzt. Bezahlt wird mit anonymen Kryptowährungen wie Bitcoins. Das Surfen im Darknet ist nicht verboten. Ins Visier der Zollfahnder gerät, wer dealt oder kauft. Einfach eine MP5 für 3000. Das sinkt auf jeden Fall. Also auch crazy. Für den Normalbürger, der sich normalerweise nicht vielleicht ins Bahnhofsviertel traut, um dort sein Betäubungsmittel zu kaufen. Hier kann er es ganz bequem mit dem Laptop auf dem Sofa bestellen und innerhalb von 2 Tagen landet das Betäubungsmittel in seinem Briefkasten. Unsere besondere Schwierigkeit besteht nun darin, diese... Aber schaden die sich nicht selbst, wenn die das so offen präsentieren und zeigen?
Naja, der normale Kunde soll ja auch leicht auf den Marktplatz kommen. Ne? Und wie gesagt, die haben ja gesagt, den Tor-Browser benutzen und auch diese Webseite, also ich würde das jetzt nicht im Stream machen, das ist bestimmt verboten, ne? Aber auch du könntest völlig legal dir den Tor-Browser runterladen und da im Darknet surfen und dir diese Webseiten auch mal angucken. Ist halt illegal, sich da was zu bestellen. Ne? Als Beispiel, wenn du da jetzt ein Feuerzeug bestellst, was völlig legal ist, dann ist es natürlich nicht verboten. Aber da gibt's halt nur illegalen Scheiß und das ist halt verboten. Ne? Für uns anonyme Personen identifizierbar zu machen. Für uns ist die Schnittstelle der Übergang von der digitalen Welt in die reale Welt. Das heißt, in dem Moment, wo die Ware versandt wird, die bestellt wird oder bestellt wurde, hier haben wir eine Chance zuzugreifen. Die Zollfahnder operieren unter anderem mit Scheinkäufen. Immer wieder gelingen der Ermittlungskommission Flieger aufsehenerregende Ermittlungserfolge. Diese Kiste und diese Waffe, eine Glock 17, und zwar haben wir im Jahr 2016, im August. Glock 17 hat er gesagt, ne? Wisst ihr noch, MW2, Glock 18 Akimbo, G18 hieß die, glaube ich. Aber man hat sie mal ausgesprochen, Glock 18, komplett insane war die Kombination. Einen Marburger Waffenhändler Akimbo festnehmen können, der mutmaßlich eine solche Waffe an den Attentäter von München verkauft hat, der kurz zuvor diesen Amoklauf in München begangen hat. Und genau in dieser Nacht, nach der Festnahme, haben wir durch die Vernehmung auch feststellen können, dass genau diese Kiste, die er vergraben hatte, an einer Autobahnausfahrt in der Nähe von Köln, diese Waffenkiste haben wir mitten in der Nacht ausgegraben. Der Amokläufer von München tötete mit der Pistole, die er im Darknet gekauft hatte, 9 Menschen und dann sich selbst. Zollfahnder Thomas K. war bei der Festnahme des Darknet-Händlers dabei und zeigt, welche Waffen die Zollfahnder in jener Nacht sichergestellt haben. Eine Cessna P09, die hat der Waffenhändler am Mann getragen, durchgeladen, also scharf, sofort einsatzbereit. Dazu eine VZ-58 Sturmgewehr, ähnlich einer AK-47. Man, die gehört vorher. Hat er im Fahrzeug gehabt. Nicht geladen. Ein ganz skurriles Exponat. What the fuck? Das ist eine Luger 09, eine sehr alte Schusswaffe. Hier hat sich der Täter offensichtlich Gedanken gemacht, wie kann ich die Waffe leiser machen, und hat ganz konventionellen Ölfilter verwendet, um diesen als Schalldämpfer zu benutzen. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Der Zoll fand noch weitere scharfe Pistolen. Mitten in Deutschland. Ein ganzes Arsenal tödlicher Waffen. Im Darknet für jedermann zum Kauf angeboten. Chat, gab's nicht in Warzone auch ein Bauplan, wo auch so eine Pistole dann so einen Ölfilter als Schalldämpfer drauf hatte vorhin? Vorne? Schon, ne? Auf der A113 in Berlin sind die Zollbeamten Martina Seelo und Markus Bärstein. Bei Last of Us war es ja eine Dose, ne? Eine Dose und eine Plastikflasche als Schalldämpfer. Von der KFV-11 mit dem Zivilfahrzeug im Einsatz. Man kann sich besser annähern an die Fahrzeuge, die wir kontrollieren wollen. Das hat auf der Autobahn Vorteil, aber auch in der Stadt. Wenn wir Kontrollen machen, wir können uns langsam annähern, dann ganz plötzlich zuschlagen. Das hat auch Vorteile über den grün-weißen Fahrzeugen, muss man sagen. Den Beamten fällt ein bulgarischer Kleintransporter auf, der stadteinwärts fährt und einen gebraucht aussehenden Audi auf einem Anhänger mitführt. Es ist eher üblich, dass Gebrauchtwagen von Berlin nach Osteuropa gebracht werden und nicht umgekehrt. Das ist ungewöhnlich. Muss mal gucken, vielleicht was hat er ja die Kennzeichen im Auto. Wir schauen, was er hat. Letztes hatten wir einen Rover gehabt, der war geklaut in Rumänien. Da war ausgeschrieben. Oh ja, das ist ein Duo, oh ja, das ist schön. Die Beamten setzen sich vor das Gespann und geben sich zu erkennen. Der Fahrer muss jetzt dem Zollfahrzeug zur nächsten Ausfahrt und zu einer in der Nähe eingerichteten Kontrollstelle folgen. Guten Tag, Zollkontrolle. Ich mache die Tür kurz auf. Einmal die paar Füße gucken aus. Einmal die Passports komplett, bitte Papiere, Auto. Für das Auto haben Sie auch was dabei? Meister? Auto hinten, haben Sie auch Papiere dabei? Ja. Das hier? Gut, okay.
In dem Kleintransporter befinden sich 8 Personen und jede Menge Gepäck. Das muss jetzt alles von den Insassen ausgeräumt werden. Oh Gott. Der Zoll ordnet dann die Gepäckstücke jeweils seinem Besitzer zu. Bleibt ein herrenloses Gepäckstück übrig, ist der Fahrer dafür verantwortlich. Zuerst interessieren sich die Beamten aber für den Wagen auf dem Anhänger und entdecken gleich etwas Verdächtiges. Da passt was rein, ne? Du siehst, da passt richtig was drin. Abdeckung ab. Und das ist so typisch geklebt. Das heißt, dass man eben schneller rankommen kann. Manchmal werden auch Nieten genommen, also keine Schrauben, Nieten. Ja, und hiermit wird alles geschmuggelt, entweder Drogen, Zigaretten. Zigaretten wird jetzt weniger sein, eventuell Drogen. Das sind so typische Autos. Hatten wir letzte Woche auch rein. Der ist auch reingekommen, der ist, nennt man, umgebaut. Die werden dann extra so manipuliert, dass sie eben für den Schmuggel schnell einsatzbereit sind. Ja? Okay? Das Schmuggelversteck an sich ist nicht strafbar. Es ist leer und deswegen können die Zöllner nichts machen. Die Beamten wissen jetzt aber, mit wem sie es hier zu tun haben. Die weitere Durchsuchung des Wagens verläuft aber ergebnislos. Da wird gründlicher reingeguckt. 9097. Ist das passende Auto zum Rest? Sind Kennzeichen drin? Ja, nichts, wa? Mario, Kennzeichen liegen nicht drin, oder? Nee, war nichts drin. Ist auch komisch. Die Papiere sind in Ordnung. Der Audi ist nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Die Zollbeamten nehmen sich jetzt den Kleintransporter vor und entdecken auch hier Anzeichen dafür, dass mit dem Wagen bereits geschmuggelt wurde. Hier vorne war schon mal offen auf jeden Fall. Sollen wir mal kurz gucken? Ja, so. Ist halt zu öffnen hier. Die Beamten sind sich sicher, dass es sich bei dem Fahrer um einen professionellen Schmuggler handelt. Ist leer. Alles leer, wa? Oh, wahrscheinlich bei der Fahrt nicht. Schade. Durchsuchung negativ. Beim Gepäck taucht aber ein Karton voller Zigaretten auf, den die Zöllner dem Fahrer zuordnen können. Wir haben 8 Passagiere im Kleintransporter, massig Gepäck, wo auch eine Teil Kuriergepäck, so wie es aussieht. Kiste, ein bisschen Zigaretten, wo er gerade versucht wird, die zu verteilen, der Fahrer. Er versucht uns zu behumsen letztendlich. Versucht das zu unterbinden. Denn plötzlich behaupten auch andere Passagiere, dass ihnen die Zigaretten aus dem Karton gehören. Wie viele Zigaretten hast du? Du musst doch wissen. Moment. Nein, 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 nein. Jetzt deine Zigaretten wollen wir sehen. Deine Zigaretten. Ihre Zigaretten, Moment. Ihre. 1, 2, 3. Ah, 3. Wo sind die? Wo ist dein Package? Welche ist das? Na, wo sind die Zigaretten jetzt? Alles. Also super. Alles. Schon mal rüber. Jetzt schon wieder los. Ja, fängt schon wieder an, nehme ich hier. Was ist denn los? 4 Stangen darf eine Person aus Bulgarien zollfrei einführen. Wenn jeder Passagier die freie Menge auf sich nimmt, wäre der Fahrer fein raus. Aber die Zöllner lassen sich nicht auf den Arm nehmen. Nicht rumspinnen, Meister, nicht rumspinnen. Die Zöllner sorgen deshalb dafür, dass jeder der Mitreisenden auch wirklich nur sein eigenes Gepäck und seine eigenen mitgebrachten Waren angibt. So wie eine Dame, die die zulässige Freimenge dabei hat. Sie hat selber gemacht, sie hat 4 Stück. 4. So, wunderbar, passt, sehr gut. Sehr gut, wie es gehört, sehr gut, wunderbar. So soll es sein. Neben den 22 Stangen Zigaretten finden die Beamten im Gepäck des Fahrers auch noch einige suspekte Flaschen. Null. Das ist Alkohol. Ah, nee, ist ja Citro-Cola, wir Dödel. Oh ja, die riecht aber intensiv. Alkohol haben wir aus dem Gepäck rausgeholt. Kommt über, was sind 3? 6, 7,5, 10, knapp 11 Liter. 10 sind erlaubt. Also viel wird auch weggenommen. Das heißt Strafverfahren, Steuerhinterziehung, Zigaretten und Alkohol. Die Beamten ziehen den gesamten Alkohol und alle Zigaretten ein. Dem Fahrer ist klar, dass er jetzt ein Problem hat. Unsere Fahrradmann gesagt, diese Zigarette gekauft, Hungere nicht zu, alle Leute. Nee, wir wurden alle befragt. Sie haben als Redner dabei gehabt. Das ist Quatsch. Sie haben Ihre Zigaretten ja auch in Ihrem persönlichen Gepäck gehabt. Tasche aufgemacht, Zigaretten. War ein Problem. Zu spät. Alle befragt. Das ist ein Mehrfachtäter, von daher macht es mal wieder. Eine Funkabfrage hat nämlich ergeben, dass der Bulgare beim Zoll kein Unbekannter ist. Ich war beim Schmuggeln erwischt worden, hat noch 1.000 Euro Steuerschaden, die er begleichen muss vom letzten Mal noch. Und das war jetzt ein Wiederholungstäter jetzt. Hat er wieder den Zoll getroffen und werden was abgreifen können wieder. Also er scheint es öfters zu machen, Standard, das ist für ihn wahrscheinlich. Zeit mitzubringen im größeren Umfang und da wurde schon mal in Dresden gegriffen, jetzt bei uns entsprechend. Die 1.000 Euro kann der Zoll theoretisch gleich vor Ort abkassieren. Wir können jetzt alles fänden aus seinem Auto, was den Betrag gibt. Einmal natürlich jetzt die Bar. Staat freut sich, Digga. Luke, überleg mal, was das für ein Aufwand ist, ne? Was die ganzen Beamten kosten,
uns Bürger, uns braven Bürger, an Steuern. Und die tun ja da wirklich nur die Spitze des Eisbergs kontrollieren. Die tun irgendwelche verdächtigen Fahrzeuge rausgreifen und wahrscheinlich, während die da am Kontrollieren sind, fahren in der Stunde 10 Autos an denen vorbei. Und selbst wenn es nur ein Auto ist, wo irgendwas drin ist, weißt du, ich meine, das ist halt einfach, die haben da gar nicht das Personal für. Und es kann auch niemand bezahlen, alles zu kontrollieren, Digga. Na? Und im Endeffekt schadet es mir und dir, weil unsere Steuergelder dafür drauf geht, weil andere Leute illegal irgendwelche Sachen schmuggeln und sich nicht ans Gesetz halten und nicht ehrlich arbeiten gehen, sondern einfach denken, oh, schmuggel ich halt lieber ein paar Sachen, als irgendwie normal arbeiten zu gehen. Habe ich nicht so Bock drauf, Digga. Im Endeffekt sind das... Weißt schon, was ich davon halte. Das bald oder auch irgendwelche Sachgegenstände, die 1000 Euro wert wären. Könnten wir auch machen, das ist kein Problem. Vorausgesetzt, dass der Bulgare etwas Wertvolles dabei hat. Der Fahrer hat Geld, hat schon bezahlt, sehe ich gerade. Der Kollege ist gerade da. Wie hat er gezahlt? Alle. 1000 Euro? 1200 Euro. Hat er bezahlt, das war erledigt somit. Also 1198,46. Die Reisekasse des Bulgaren ist somit deutlich geschrumpft. Die 22 Stangen Zigaretten und der Alkohol werden vom Zoll vernichtet. Meister, gute Fahrt und tschüss. Wegen des erneuten Schmuggels wird der Mann nach Abschluss des Steuerstrafverfahrens wieder rund 1000 Euro Schulden bei der Bundesrepublik Deutschland haben. Wenn er so weitermacht, wird er eines Tages im Gefängnis landen. Für heute darf er jedenfalls noch einmal weiterziehen. Ein streng abgesicherter Schießplatz bei München in Bayern. Also stabile Beats hat die Doku am Start, das muss man denen anlassen. Der Schindler vom Schusswaffenerkennungsdienst der Zollfahndung München führt hier einen sogenannten Funktionsbeschuss durch. Der Zollamtmann überprüft fast alle Schießeisen, die der Zoll in Deutschland aus dem Verkehr zieht, auf Funktion und Wirkung. Der hat schon auch einen geilen Kollegin Job, Petra Loos assistiert und dokumentiert. Klar, es ist auch viel Papierkram. Ob die Waffen störungsfrei laden und schießen. Das macht der liebt seinen Job. Gefülltes Magazin einsetzen, Verschluss betätigen, Patrone wird durchgeführt. Bei dem würde ich gerne mal ein Praktikum machen. Dann gehe ich in mein Ziel. Norbert Schindler ist der Experte des Zoll in Sachen Waffen. Sein Gutachten ist später vor Gericht im Strafverfahren. Der kennt safe alle möglichen Waffen, Digga. Der kennt so viel bestimmt. Für die Strafzumessung von Bedeutung. Der Zoll stellt von Jahr zu Jahr immer mehr Waffen sicher. Und jede einzelne davon muss sich Norbert Schindler ganz genau ansehen. Das ist eine amerikanische Pistole, hergestellt von der Kennen wir, oder? Die sieht aus wie eine 1911, Chat. Man kennt tatsächlich durch die ganzen Shooter auch schon echt viele Waffenmodelle, ne? M1911, richtig. Firma Colt, United States Property, also das war einmal eine Armeepistole. Die war mal im Besitz des Militärs, das hat das Militär dann anscheinend veräußert und ist dann aus Amerika, also aus USA, nach Deutschland gekommen. Diese ganzen Pistolen sind zu sehen in dem Zusammenhang mit der sogenannten Darknet-Sache, wo der Zoll also wirklich aktiv sehr stark mitarbeitet, sehr erfolgreich ist. Ja, die Pistole, die ist für das Kaliber 45, ist auch ein Kaliber, das in den USA weiter verbreitet ist in Deutschland. So groß hat man es in Deutschland nicht immer. Die meisten Waffen werden zurzeit aus den Westbalkanländern nach Deutschland geschmuggelt. Da soll man also MP7 zum Beispiel zeigen. Aus Albanien, Bosnien, Serbien und dem Kosovo. Würde auch gerne mal wirklich gar nicht benutzen, aber einfach mal eine MP5, eine MP7, eine P90. Einfach mal in der Hand haben. Eine echte. Nicht abfeuerbar, aber einfach eine echte. Von diesen ganzen Spielen, die man so kennt. Eine M4 und eine AK. Diese ganzen Waffen, die man so kennt. Das von der Waffenkriminalität ausgehende Gefährdungspotenzial ist hoch. Insbesondere mit Blick auf potenzielle Amoktaten und Terroranschläge. Geh doch mal Schießstand, ist legal. Ja, da hast du recht, Digi, aber ich vertrete das. Also ich guck mal, das ist bei mir so, im Kopf ist das bei mir so, ich liebe Shooter, ich liebe Ballerspiele und ich liebe auch Spiele, die brutal sind. Weißt du, wie ich meine? Aber
ob im Spiel oder in der Serie, das im echten Leben finde ich absolut widerwärtig, wenn echte Menschen betroffen sind. Und auch eine echte Waffe abzufeuern, ich möchte online Waffen abfeuern und nicht im echten Leben. Weißt du, wie ich meine? Ich möchte einfach keine echte Waffe abfeuern, Digga. Weil ich damit einen echten Menschen verletzen könnte. Also, beim Schießstand jetzt nicht, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Film, Serie, so brutal, so realistisch wie möglich, Digga, aber im echten Leben halte ich davon Abstand, wie vor stinkenden Menschen in der Bahn. Über diesen Weg habe ich jetzt festgestellt, dass diese Pistole sehr wohl geeignet ist, bestimmungsgemäß im halbautomatischen Betrieb zu schießen. Ich mache meine Tätigkeit seit 1996. Wir hatten nie so viele Waffen wie jetzt. Ich stelle fest, dass die Kaliber auch gestiegen sind. Kleinkalibrige Waffen haben wir nahezu gar nicht mehr zu beschießen. Und in den letzten 3 Jahren war es so, dass jedes Jahr 100 Stück mehr zu bearbeiten waren als jeweils im Vorjahr. Als nächstes überprüft Norbert Schindler eine auch für ihn nicht alltägliche Waffe. Eine Tokarev AWT-40. Das ist eine Infanteriewaffe aus dem Jahr 1940 von der polnischen Armee. Die ist auf dem Weg von Polen mal nach Luxemburg gekommen, legal, und wurde dann illegal wieder nach Deutschland verbracht. Das hat eine Zollstreife aufgreifen können. Und da geht es jetzt darum, ob dieses Gewehr schussfähig ist. Diese großkalibrige Kriegswaffe ist auch auf eine große Entfernung absolut tödlich. Das ist Paintball-Chat, auch viele meiner Real-Life-Kollegen, was heißt viele, 3 Real-Life-Kollegen von mir machen auch Paintball, ne? Und finde ich ein geiler Sport, ne? Sehr anstrengend und hat einfach was, gerade für die Männer, ne? Die Munition, 7,62 mal 54 Rand. So ne, ey, ohne Scheiß, der Typ hat einfach einen Traumjob, Mann. Nennt sich der? Wie viele Waffen der einfach, das Magazin durch dem seine gefüllt. Hände gleiten. Die Waffe ist jetzt teilgeladen. Ich muss nur mehr den Verschluss betätigen. Das ist der sogenannte Sicherungshebel. Ich schiebe jetzt auf die Sicherung darüber. Boah, der war schon. Das Gewehr kann am Sicherungshebel vom halbautomatischen in den vollautomatischen Betrieb auf Dauerfeuer umgestellt werden. Digga, der Rückstoß. So, sie funktioniert halbautomatisch. Bei jeder Betätigung eines Abzuges bricht ein Schuss. Ich habe auch getestet, ob die vollautomatisch schießen kann. Das tut dieses Gewehr in diesem Zustand nicht. Für den Richter ist es von Bedeutung. Halbautomatische Gewehre stellen ein Vergehen dar. Vergehen kann man mit Freiheitsstrafe, mit Bewährungsstrafe, mit Geldstrafe handeln. Die Strafandrohung liegt bei Vollautomaten bei 1 Jahr bis 5 Jahre. Und da gibt es in aller Regel keine Bewährungsstrafe. Das muss derjenige dann absitzen. Norbert Schindler wird das Gewehr später zerlegen und heraus... Also vielleicht wegen dem Zustand der Waffe hat derjenige, der das eingeschmuggelt hat, Glück gehabt, dass er mit einer Geldstrafe noch davon kam, weil die Waffe nicht im vollautomatischen Modus einsetzbar war. Was sagt ihr, Chat? Mega interessant. Ich bin ein bisschen traurig, dass gleich zu Ende ist, der Aal. Mega geil, die Doku, Mann. Mann, 15 Minuten schon wieder vorbei. Chat, wo ist die Zeit hin? Finden, warum es kein Dauerfeuer schießt. Sollte diese Funktion unbrauchbar gemacht worden sein, könnte das für den ehemaligen Besitzer mildernde Umstände bedeuten. Zurück im Zollfahndungsamt hat Norbert Schindler noch einen weiteren Auftrag. In der Schlosserei im Keller soll der Waffensachverständige dieses Gewehr Marke Eigenbau zerstören. Das Verfahren ist abgeschlossen. Es wurde entschieden, die Besitz zu vernichten. Und ein Vernichtungsauftrag von... Sieht aus wie eine Shotgun mit voll dem dünnen Lauf. Die Staatsanwaltschaft wurde uns erteilt. Das Selbstbaugewehr konnte scharfe Munition verschießen und war für den Schützen genauso gefährlich wie für das Ziel. Tatsächlich. Damit auch die einzelnen Bauteile später garantiert nicht mehr verwendet werden können, zerstört der Waffensachverständige akribisch sämtliche Einzelteile. Auch der Besitz von Waffenteilen ist ohne Waffenbesitzkarte strafbar. Der, was ein geiler Job-Chat. Die ganze Zeit Waffen abfeuern und
hier und da auch ein paar Waffen zerstören, also Sachen kaputt machen. Also das ist jetzt fertig, das sind die geiler Überreste Job. Davon. Vielleicht, Chat, hat der ein oder andere da draußen, der noch nicht wusste, was er mal machen möchte als Beruf, seinen Traumjob jetzt gefunden. Weggeflext! Ist echt so, Digga. Niemand flext so gut Sachen weg wie der. Oder Dinge. Das Zerstörungswerk wird für die Staatsanwaltschaft amtlich dokumentiert. Dieses Gewehr kann kein Unheil mehr anrichten. Sehr geile Doku. Die Überreste werden später als Metallschrott eingeschmolzen. Ja, sehr geile Doku. I don't want to live.